Herzlich willkommen zu DMF, die Gamer. Wir machen heute wieder ein kleines Let's Play. An meiner Seite ist Marc. Hallo. Ja. Und Metal Gear Solid 5. Ja, 5 ist gerade rausgekommen. Fallen die Kopfhörer schon wieder raus. Ah, total unprofessionell. Ja, Metal Gear Solid 5 ist gerade rausgekommen. Ja. Der Phantomschmerz. Genau. Ja. Auf Deutsch gesagt. Ja. Und Phantom Pain. Genau. Nachdem ich bei Until Dawn ja alles getötet habe und Metal Gear Solid eigentlich mehr so ein Schleichspiel ist, die man nicht unbedingt alles töten soll. Nee, das stimmt. Habe ich gedacht, Schleichen muss man. Da habe ich gedacht, Marc spielt das einfach mal. Und ich werde zwischendurch so ein paar dumme Kommentare abgeben und ein bisschen reinquatschen. Genau, mach das. Ja. Wollen wir direkt starten? Los geht's. Sehr schön. Oh, Spiel starten. Ja. Yo. Ich bin extrem gespannt. Mhm. Ich habe den zweiten Teil auf PlayStation gespielt. Oder was, der erste Teil sogar? Das war der erste Teil. Also genau, der erste auf PlayStation. Ja. Das kann jetzt der zweite auch auf PlayStation. Ja. Und dann ging es weiter. Jetzt gab es jetzt auf der Wii oder nee, war das auf der PS. PS Vita? Ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, da ist auch noch mal so. Es gibt ja mehrere Abspaltungen oder Abkopplungen vom Game selber. Nochmal. Can you hear me? Nein. Können Sie mich hören? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just move. Nod if you can hear me. Ah. Ich darf jetzt schon was machen. Du darfst schon was machen? Ja. Darfst du ja schon umbringen? Nee. Schade. Der will mir doch helfen. Ach so. Please. Oh, ich muss aufpassen. Was muss ich machen? Du sollst nach oben gucken. Achso. Jetzt bin ich abgelenkt. Das geht ja schnell. Very good. Sehr gut. Sehr gut. Very, very good. How do you feel now? Besser. Can you speak? Nein. What is your name? When were you born? Can you recall? Keine Ahnung. Sehr mysteriös. Ja, sorry, das ist mein Tipp. Ah. Ach so. Das ist ja clever. Ja, Bankdaten wollen sie auch gleich haben. Ach, Geburtstag haben ist egal. 1. Januar. Kann da wissen, wann Marc Geburtstag ist. Gut. Now then. So, könnt ihr bei Facebook gucken. Oh, scheiße. Please try to relax. There is plenty of time. Genug Zeit? Na, wir haben noch keine Zeit, Herr Meister. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. Try ruhig. You've been in a coma for quite some time. Oh Gott, wie lange? Yes, I know. Sag dir. You would like to know how long. Oh oh. I'm Spoiler, 9 Jahre. 9 Jahre? 9 Jahre. Oh mein Gott! Damn it! Was ist Koma? Was ist Koma? Nasakoma, nurse! Calm down. Calm down. Try not to panic. With Seme. Try not to panic. Kann man 9 Jahre im Koma liegen? Ja. You'll be alright. Ja, dann nimmt man auf jeden Fall gut ab. Ja. Just rest. Eine Woche noch im Aufwand. Nicht 9 Jahre. Sorry. Ey, wir können doch gar nicht. Wenn wir jetzt noch ein Sixpack haben, ne? Ja. Dann würde ich mich aber extrem wundern. Nee, der sieht schon ein bisschen abgemagert aus. Echt? Okay. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Now, get out of the bed. Ja, was ich ein bisschen doof finde, dass sie halt mit Untertitel arbeiten, ne? Dass es nicht alles auf Deutsch ist. Some strength, weil gerade wenn du so in Action bist, dann kannst du gar nicht lesen. Du musst rumschießen oder weglaufen und dann musst du da schon wieder lesen. Ja. Dann kriegst du die Hälfte mit. Ja, das ist nicht das. Bei Until Dawn besser. Ja, genau. In an explosion. Hallo. Upon examination, we discovered 100 Fremdkörper, Alter Schwede. Das ist ordentlich. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth.
Knochen und Zähne von Menschen. Wir hatten Hunger. But some of the fragments still remain. They are located near. Natürlich in der Nähe vom Herz und vom Schädel. Ja. Wo auch sonst? Ja. Im kleinen See. Gar kein. Da wäre sie schlimm. Look at this. Oh. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. Mies. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Also lieber nicht rausziehen. Was, wenn einer so drauf haut, so? Denn es war eigentlich quasi... Dude! Das geht ja schnell. However, your current status is not life-threatening. Ja, was für ein Glück. Nie mehr schwimmen. One more thing. Nie wieder waschen. Oh, sieht nett aus. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. Ja, wir können doch alles töten. Das ist aber auch kein Problem. Wir sind Big Boss. Ja. Nur sollten wir vielleicht leider nicht im Magneten. Nee, vom Magneten kommen wir vielleicht schlecht. Oh, jetzt geht's los. Wir sind der Big Boss? Ja, wir sind Big Boss. Oh, wir haben keine Arme mehr. Und da bloß. Hätten wir mal die anderen Teile spielen müssen, ne? Aber dann könnt ihr also in die Kommentare schreiben, wieso er den Arm verloren hat. Ja, das wäre mal spannend zu wissen. Hat er bestimmt zu viel hier masturbiert? Ist er abgefallen. Ups. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Nee. Zwei Wochen. Wie lange geht das jetzt? Ein Jahr nach dem Jahr? Bis er aufgebaut ist. Bis er wieder alles kann. Nein, ja, okay. Geht gleich los. Also grafisch gesehen habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Überzeugt mich jetzt noch nicht die Grafik. Obwohl, sie haben da eine neue Engine, ne? Okay. Die Fox Engine heißt das, glaube ich. Ja. Aber ich habe schon ein bisschen angezockt. Also ich muss sagen, die Grafik ist schon geil. Okay. Da gab es ja noch ein Prequel dazu, ne? Wie alles begann. Genau. Das war ja hier Ground Zeroes. Ja. Otherwise I fear you won't live this place alive. Ja. War ja auch so von der Kritik her so ein bisschen. It's a wide open world up here. Ja, man konnte nicht wachsen. Ja, man konnte nicht viel machen. First. Aber das, was man machen konnte, hat Spaß gemacht. Also von der Grafik hat das schon mal ja. viel Spaß gemacht. Wurde ja auch viel gesagt, dass es halt mehr so nur noch töten ist und nicht mehr so viel schleichen und. Oh! I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Aber soll jetzt eine Open World sein, ne? Das soll schon mal das Neueste sein, wenn das mal auf jeden Fall mehr rumlaufen kann. Aber bist du bisher nur im Krankenhaus gewesen. Ja. Geht gleich los. Ah, neues Gesicht. Ja. Geil. Ich stehe so auf den alten. Ja. Frisurkreuz. Ja, das sind ja viele Frisuren zur Auswahl. Ja. Achso, das ist nur die kurze. Okay. Ja, der Rest gefällt mir eigentlich. Ich hätte schon ein bisschen noch ausprobiert. Ja. Aber ich kann es nochmal zeigen. Ja, schon. Sieht ein bisschen nach FIFA aus, wenn man so seinen eigenen Pro-Charakter erstellt. Ich hätte erst so überlegt. Ja, so oder, wie ein Wikinger. Ja, oder halt so. Ja. Ja, ich finde den Wikinger finde ich gut. Also den hier, okay. Ja. Aber kurze Haare. Ich wollte auch lieber so einen Zopf haben. Geht aber nicht, ne? Nee. Ich bin der Meinung, im Trailer hat er auch so einen Zopf gehabt oder so. Aber kann mich auch täuschen. Ja. Kannst du dich oben bei Frisur noch lang auswählen? Nee. Ich weiß nicht, guck mal, da sind auch später so viele Felder. Ah, ob man vielleicht das zukaufen kann oder freischalten kann. Ja. Wie bin ich denn jetzt hier weitergekommen? Kannst du mir das mal sagen? Achso, genau. Ja, mehr brauchen wir jetzt nicht. Haarfarbe, Memoir. Okay. So, wir wollen ja spielen, ne? Ja. Nur das haben wir jetzt auch nicht verstanden, was jetzt passiert. Okay. Weil eigentlich sollen wir uns ja das Gesicht jetzt aussuchen. Ja. Um was er uns jetzt ja neu macht. Dass er, dass die Feinde uns nicht mal kennen. Ja. Aber wir werden jetzt sehen. Ah doch, jetzt hat er es doch übernommen. Ah, das war nicht übernommen. Ja, letztes Mal hat er es nicht übernommen. Der denkt, hä, wieso habe ich das Gesicht ausgewählt? Obwohl er trotzdem das eine Gesicht hatte. Okay, jetzt macht er es. Jetzt macht er es. Man sollte doch erst mal spielen. These bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. Ja, macht Sinn. As of today.
Your name is Ahab. Ahab? Ahab. Oh, da ist die Video. Oh, da hinten kommt. Nein, da, ach ja, stimmt. Hallo, Herr Doktor! Ich kann meinen linken Arm. Hallo. Da möchte ich mal was Böses von Ihnen. Oder vielleicht ein Autogramm. Oder vielleicht spielen Sie ein Rollenspiel. Vielleicht ist Ihr Partner da. Da ist doch Solid mit drauf. Ja. Fußspuren? Das ist you, as you've lived until this day. Mein Auge. Oder unser Auge ist weg. Tomorrow, it becomes the Phantom. Oha, jetzt stirbt er, leider. Egal, dass der Spiegel nicht los ist. Du hast es gleich durch Trend, aber der Spiegel. Der darf nicht zerbrechen. Sieben Jahre Unglück. Aber jetzt hat er verglatt. Gib mir die Waffen, Vollidiot. Sind wir aus dem Bett gefallen? Oh. Tja. Wo ist die Waffe? Hallo? Achso. Not yet. The patient and the next bed's on my face. Oh. Of course. Consider it done. Das ist eine weibliche Killerin. Mhm. Ach, die werden wir bestimmt noch häufiger sehen. Oder töten wir sie jetzt direkt? Ich sage nichts. Na, sterben können wir jetzt ja schlecht. Wieso? Klone. Wir sagen nur Klone. Ach ja. Nein. Stimmt. Ich hab natürlich wieder Glück. Im Unglück. Ja, natürlich, der erzählt mit dem riesen Verband um sein Gesicht herum. Rettet uns das Leben. Wir kennen ihn zwar nicht, aber wir werden ihn bestimmt da rausschleppen. Machen wir mit der linken Hand. Ach nee, die haben wir nicht mehr. Ja, ich will auch mal so Becher. Oh oh. Ups. Und was werft sie jetzt? Das Messer. Ja, dumm gelaufen, ne? Die Hosen sehen doch geil aus von hier. Naja. Da sieht auch ein Fernlass dabei irgendwie, ne? Hallo, wir sind krank und haben keine Arme, wir sind behindert. Behinderte stinkt und tötet man nicht. Was soll denn das? Vielleicht ist sie auch Escort-Name. Meinst du? Nach 9 Jahren hat man schon so einige Bedürfnisse. Ja, wir haben es nur falsch verstanden. Wir sind gar nicht tot. Nee. Siehst du ja mal, die Rede danach an. Ne? Oh, wir machen sie an. Ja. Ja, ist halt doof, wenn man sich mit brennenden Flüssigkeiten selbst übergießt oder angegossen wird. Zu brennen. Ja, ich glaube, die nächste Flasche. Jo, läuft. In your face. Ja. Tschüss! Draußen liegt bestimmt Schnee. Sie ist bestimmt in den Schnee reingefallen oder so. Ja. Überlebt das Ganze und kommt nachher mit komplett verbranntem Gesicht zurück. Und da will. Der Stummelarm. Wie sammeln die Stummelarm jetzt schon dran? Tja. Das ging halt schnell. Ja, das war okay, have time to go. Hey, Herr. What happened to the woman? Tja, the woman. We gave her a life. She took the short way down. Your son. You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. No, yeah, you know. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? The whole world wants you dead. On your face, the whole place is coming down. Wieso bin ich zum Krankenhaus als sie? Need a little pick me up? Oh ja, Adrenalin. Here, hang it dope. Yeah. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Aber das haben sie jetzt echt cool gemacht. Ja. Weil es realistisch ist, du kannst nicht nach 9 Jahren kannst nicht laufen. Nee, nee. Also so, kriechen. Ja. Fußspuren haben wir noch keine.
Oh Mann. Ja, geil, ey. Oh, ich mag. Ja, das geht jetzt ungefähr eine Stunde so. Ehrlich. Ja, hilft uns doch keiner. Ja. Wir brauchen auch keinen Rollstuhl oder so, ne? Weißt du, der passt dann 9 Jahre auf uns auf, ne? Und kommt nicht mal auf diese behinderte Idee, dann Rollstuhl zu stellen, ja, ja, damit wir wegfahren können. Nein, wir müssen kriechen. Rollstuhl wäre viel besser. Einerseits schon. Oh, da ist ein Helikopter. Hat er eine Gatling an Bord? Bestimmt. Nein. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist er nicht hier im Wachen. Ich sehe ja schon alles explodieren hier. Aber wir kriegen ja, das ist ja kein Problem. Setz dich doch auf den Stuhl da drauf, den Drehstuhl. Da kannst du einfach drauf auffahren. Wird er da durchgeschoben. Aber da haben sie schon cool gemacht. Ja. Weil ich kenne kein Spiel, was so viel Geld wird. Nee. Erstmal rumkriegen wir. Rumkriegen wo ja nichts passiert. Ja. Und wo unser lustiger Freund auch hinten seinen Arm. Ich wollte gerade sagen, ich kann das nicht dran suchen, guck mal jetzt hier. Das war auch echt die Arschrille, ey. Oh Mann, ey. Das ist ein Rollstuhl, kannst du nicht einfach nehmen? Bestimmt, ne? Der steht doch für dich bereit, oder nicht? Nein, ich nehme nur ein Elektro. Ja gut, okay, Muskelkraft hat er auch keine mehr mit seinem Klapperarm da. Nicht, dass er zweiter Arm auch der noch abfällt. Das will ich schon kommen, ey, hängt da. Ja. Der Big Boss. Ah, oh, schade. Ne, das stimmt wieder nicht, ey. Ja, der Aufzug, den wir jetzt auch lieber nehmen, ey. Oder wir rollen die Treppen runter, das geht natürlich auch. Ja. Na unten kommen wir mal. Also kannst du mal der ganze Zeit nach vorne gut sein. Ja, ja, ich muss ja auch alles hier. Nö, steht nicht auf, ne? Ja. Achso, du musst immer nach vorne, ja, einmal zurück, vor, ja, zurück. Ah, okay. Ja, das mache ich, weil es schneller geht, ja, sonst brauche ich ein bisschen länger, siehst du? Und wenn ich dann immer selber. Klack, schneller, schneller. Ja. Hundertstel aber. Ja. Oh, was kommt da? Der hat uns nicht gesehen. Nee, der guckt nur direkt in unsere Richtung. Ja, der geht weiter. Ach, ist irgendwie die. Ich kenne die alle nicht. Ja, genau. Ja. Zwei. Oben. Zwei. Drei. Oh, da kommt was, ja. Ach. Hätte ich nicht vermutet. Ah, schon wieder eine Explosion. 9 Jahre später. Du warst aber mit der jetzt tot sein, oder? Ja, eigentlich schon. Für die ganzen Splitter im Kopf oder was ich, aber. Nee, das geht alles noch. Wieso, er brennt? Und bei uns nichts, ne? Und gleich, er hat auch gleich nichts. Wie denn auch gleich nichts? Ja, ach so. Trotzdem weiter. Achso, lösche ich jetzt gerade, okay. So, hier der eine Verrückte aus dem ersten Teil, der auch so verrückte. Ja, aber die müssen ja alle tot sein, genau. Das Thema ist die neueste Generation, ne? Ja. Oder das ist die wir aus dem Fenster geworfen haben. Ja, wahrscheinlich. Die ist sauer. Ja. Aber das spielt ja alles in unterschiedlichen Zeiten. Ne? Das spielt ja, glaube ich, jetzt 84. Ja. Ich weiß gar nicht, was die anderen Teile, die sind ja auch immer so durcheinander alles. Also, ja, ist ein bisschen. Könnte sein, dass der vielleicht sogar im ersten Teil auftaucht. Ja, obwohl im ersten Teil habe ich keinen mit roten Haaren gesehen. Nee. Aber ganz auch ein paar mit besonderen Kräften. Jetzt kannst du gleich aufstehen. Darfst du aufstehen jetzt gleich? Ah! Nicht ganz, aber. Oh, ist schade! Ey, die Hose sieht doch so komisch aus, als wäre irgendwie so. Als wenn die auch eine Gummihose, ey. Ja. Da hätten sie ein bisschen mehr dran machen können, ne? Das Song. Ja. Also aber der Rest so stimmt, also ich finde so den Glanz oder der Schweiß und so, das ist echt schon geil gemacht. Das ist schon echt gut gemacht, ja. Auch die Atmosphäre drumherum und die Lichter, das passt alles, auch mit den Schatten und so. Aber die Hose sieht ein bisschen banal aus. Also die bewegt die ja gar nicht mit, hey, mit so den. Ja, also sieht so wie so eine Fischerhose aus irgendwie. Ja, aber nicht wie so ein Patientenkittel oder eine Patientenhose. Nee, so nicht so wie er das schön ist, wo man die Arsch drin kann. Lauf, Forrest! Ja, springen wir aus dem Fenster raus. Einfach rausfallen. Jetzt kommt der Helikopter, der uns in 1000 Stücke schießen möchte, bestimmt. Oder? Ja. Noch nicht ganz, aber gleich.
Ja, stell dich doch direkt ins Licht rein, du Vollidiot. Aber siehst du, da hat er jetzt zum Beispiel lange Haare. Hat wieder nicht geklappt. Ich habe noch kurze Haare eingestellt. Ja, aber du hast ja nicht gesehen, wie er hinten aussieht. Wenn er oben kurz hat. Keine Fuguida. Fuguida. Warum für 84? Hat er Schulter eingerenkt. Ah, ja, yeah. Ja. Der 84 Fuguida. Da war gerade im Motor. Ja. Ist ja wieder im Kombi. Ja, stimmt. Kann ich mir sagen lassen. Ja. Das hat mich. Ich hab keine Fuguida. Jemand da?